Hallo Wander- und Outdoor-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Palatelum Outdoor. Ja, ich bin Sebastian und möchte euch heute wieder mit in die Südeifel nehmen, um genau zu sein in den Naturpark Südeifel und will hier heute nur eine ganz kleine Tour machen, die ist 2,9 Kilometer lang, ist ungefähr mit einer Stunde angegeben. Und wenn ihr Lust auf eine kleine Wanderung habt, dann kommt mit. Noch ein paar kleine Infos für euch. Hier auf den Wanderwegen in der Südeifel ist das die Tour 63 und ist wie gesagt nur eine kleine Runde. Die startet hier am Ernstener Hof, also ein bisschen außerhalb von Ernsten, wo auch die Teufelsschlucht ist. Da habe ich ja schon ein paar Videos gedreht in der Gegend. Und ja, wenn ihr Lust auf die Wanderung habt, bleibt einfach mal ein bisschen dran. Bisher ein sehr schöner Weg, 99% Pfade bisher. Hier oben sind jetzt auch wieder diese typischen Felsen der Luxemburger Schweiz. Sind leider sehr verdeckt durch die Bäume, daher könnt ihr die hier nicht so gut erkennen. Wenn man hier selber geht, dann hat man da einen besseren Blick drauf. Ja, der Weg hat nur 2,9 Kilometer, also wirklich eine kleine Runde für mal schnell rauszukommen irgendwo. Aber dafür wirklich auch ein sehr schöner Pfad.
Ja, hier am Wegesrand noch ein kleines Relikt aus vergangenen Zeiten, eine Bunkeranlage. Ja, ich denke mal, Zweiter Weltkrieg, Antennenbefestigung, ist zersprengt, ich denke mal, entweder im Krieg oder nach dem Krieg gesprengt. Und so wie die aufgeklappt ist, denke ich, ist die der Deckel nach hinten gerutscht. Man sieht nicht mehr viel, gibt noch so kleine Aufstiegsleiter hier. Ich denke, das hier war früher auch überdacht. Der ganze Teil ist nach hinten weggerutscht. Aber so findet man auf Wanderungen immer mal kleine vergessene Orte. Ja, der Abschnitt der Tour ähnelt jetzt sehr dem Trierer Felsenpfad, weil wir jetzt an der Felsenkante hier entlang gehen. Hier oben die Verlinkung mal dazu, war eine Tour mit Eva, ich hoffe, die ist beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und hier unten hat man dann einen schönen Ausblick auf Echternach rüber, auf Luxemburg, von der deutschen Seite aus. Hier am Wegesrand gibt es noch so eine Einsiedlerklause, die liegt nur 100 Meter abseits von der Route 63. Kann man sich auch mal anschauen, ist eine kleine Höhle und hier vorne geht auch noch ein schöner Felsvorsprung durch, den schauen wir uns an. Ja, da sind wir auch schon wieder am Ende der Tour. Ich hoffe, die Tour hat euch gefallen. Lasst mir einfach mal ein paar Kommentare da. Mein persönliches Feedback zur Tour ist, ich fand den Weg sehr schön, da es wirklich zu 100% nur über Pfade ging. Man hatte so ein kleines Highlight mit dieser Klause, aber auch die Felsen von unten waren sehr schön. Ja, ist eine, wie gesagt, eine kleine Tour, mal so für nach Feierabend, 2,9 Kilometer. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian von Palatilum Outdoor.